Lord Pappnase. Ein Vogel! Und damit herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Und wir sind immer noch in Nordmar unterwegs, hier beim leuchtenden Innos-Schrein. Und was wir jetzt machen, ist zum einen mal die Effekte ein bisschen leiser machen. Weil irgendwie Nordmar ist, ich finde die Musik sehr laut und auch die Effekte fliegen mir um die Ohren. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber irgendwie finde ich es unglaublich laut. Ich weiß nicht, ob das an dem Schneesturm liegt oder ich weiß es nicht. Wir gucken mal, ob es so ein bisschen besser ist gerade. Wir gucken mal. Wir haben ja noch einiges vor. Wir haben noch ein paar Sachen in Nordmar zu erkunden. Wir waren aber mittlerweile bei jedem Clan. Wir waren nur noch nicht bei Xardas. Xardas ist auf jeden Fall noch ein Point of Interest hier. Und ich habe ja überlegt, ob ich die Folge, eine Aufräumfolge mache mit den Waffentruhen. Da ich aber noch einige Ahnengräber vor mir habe und auch noch nicht bei Xardas Turm war und sonst in Nordmar auch noch einiges zu erkunden ist, glaube ich, ist es sinnvoller, erstmal noch hier zu bleiben und Nordmar weiterzumachen. Und ich würde sagen, wir gehen hier vom Kloster aus mal zurück und schauen einfach mal, was wir hier noch so erkunden können. Ich liebe es einfach, wie man von hier aus den Feuerclan sieht. Das Tool zu installieren für die erhöhte Weitsicht war einfach ein Geniestreich von mir. Das war eine grandiose Idee. Aber ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Meine Kehle. Ah. Energy Drink in der Nacht. Was reimt sich auf Nacht? Macht die Nase aufmerksam und hell erwacht. So, Karte der Angreber haben wir ja hier auch noch. Da sehen wir unseren Helden gerade nicht, weil wir, glaube ich, hier oben irgendwo sind. Ne? Laufen wir mal weiter. Schauen wir mal, ob ich mich hier irgendwie zurechtfinde. Ich sammle natürlich noch überall Kräuter ein. Da unten war, glaube ich, das Orklager oder so. Guck mal. Ich habe immer noch so ein bisschen Probleme mit Nordmar und meiner Wegfindung, aber ich glaube, es wird besser. Ich glaube, es wird besser. Da ist ein Wegweiser. Aha, Kloster. Sehe ich jetzt mich schon wieder auf der Karte? So ganz knapp. Also wenn ich jetzt gerade auslaufe, wird es zu einem Ahnengrab gehen, so wie ich das hier verstehe. Aber ich meine, ich bin von da gekommen und habe da auch ein Ahnengrab gesehen. Lass mich ganz kurz mal hier gucken. Da ist ein Lagerfeuer. Das sind aber nur... Das sind nur schmächtige Goblins. Die schalte ich mal ganz kurz aus. So, alles looten hier. Ist das hier ein Durchgang oder ist das eine Sackgasse? Ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Das macht es einfacher für mich, da muss ich nicht noch einen Weg erkunden. Okay. Das heißt, hier ist so ein kleines Goblin-Lager gewesen. Für die Orientierung. Ich versuche jetzt mal da entlang zu laufen zum Ahnengrab. Einfach mal um zu gucken, wo ich da rauskomme. Da ist auch eine Hütte. Ich glaube, das gehört zum Feuerclan. Ja, ja, ja. Das könnte sogar Lys Hütte sein. So. Ja. Au. Oh. Au. Nimm das. Wie viele Gegner hier in Nordmar auch schon wieder sind. Hatte ich eigentlich ein Level abgemacht in der letzten Folge? Hab ich. Und ich habe 302 altes Wissen. Möchte ich irgendwas altes Wissen bekommen? Ach stimmt, ich konnte ja die Robe anziehen. Ah, wir haben es ja gemacht. Oh Gott, ich bin schon wieder so vergesslich. Aber ich habe die Feuerrobe behalten, weil wegen Resistenz gegen Kälte, wegen der Ausdauer. Richtig. Da wäre es vielleicht sinnvoll, Resistenz gegen Kälte einfach zu leeren, damit ich die Robe tragen kann. Oder wir bewegen uns halt nur mittags. Das geht alternativ auch.
dann ist die Ausdauerregeneration auch nicht so reduziert, weil ja dann die Sonne mittig steht. Dann ist ja wärmer, ne? Ergibt alles Sinn. Auf was für Details die Entwickler geachtet haben. Zum Beispiel, dass auch in der Wüste, oh, Eisgolem, dass in der Wüste eben auch es abends nicht zu so einem Ausdauerverlust kommt. So Details, das fällt halt keiner Sau auf. Aber es ist halt schon geil. Okay, wir sind hier jetzt unter dem Feuerclan. Da unten gibt's Erz. Es macht gerade richtig Spaß, das so zu erkunden. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Da sind wir mit Mord entlang so einen ganz komischen Weg gelaufen. Genau, hier sind nämlich tote Leichen. Ey, die Mordfolge war ja aber auch echt ein bisschen sehr legendär, ne? Hab sehr viele Kommentare von euch bekommen, dass ihr mein Durchhaltevermögen bewundert habt. Ich übrigens auch. Ich habe mein Durchhaltevermögen auch bewundert. Okay. Hier sollte ich doch einfach das hier einsetzen können, wie blöd. Der Feuereffekt ist immer noch ein bisschen laut. Hui, fliegende Wölfe. Ich finde aber, es ist besser als letzte Folge. Die Soundabmischung in Gothic 3 ist allgemein so ein bisschen problematisch, finde ich. Aber ich glaube, so ist besser. Vor allem, der Feuerballschuss ist im Vergleich sehr leise jetzt zu dem Brennenden. Vielleicht hat dieser Feuereffekt auch einfach keine Reglerzuweisung. Das kann natürlich auch sein, dass der einfach unbeeindruckt ist von meinen Soundsettings. So. Ah ja, bevor ich dann in wahrscheinlich einer der nächsten Folgen nochmal auf die Suche nach den Waffen und alten Truhen gehen werde. Es hat nicht zufällig jemand von euch getrackt, welche Truhen ich schon habe und welche nicht. Ja. Niemand von euch? Vielleicht? Nein? Schade. Also ich rechne mal nicht damit. Es wird mich natürlich volle Möhre umhauen, wenn da jemand einen Kommentar parat hätte. Ich glaube aber mal nicht daran. Aber es wär trotzdem großartig. So, hier ist irgendwo das Ahnengrab. Laut Karte. Ich sehe es noch nicht. Aber ich wollte eh erstmal da hinten zu den Erzvorkommen. Ha, mir macht das gerade richtig Spaß mit Nordmar. Das hätte ich nicht gedacht. Ah ja, schaut mal. Ja. Da ist nichts zu holen. Erz. Da ist nichts, nichts zu holen. Da nichts ich habe ja holen. Schon den Skill für das verbesserte Erzabbau, ne? Ja, genau, Schürfer. Ja, ich bin ein krasser Schürfer. Und wenn ich mein Energy trinke, dann bin ich ein Schlürfer. Ahahaha. Dieser Witz wurde Ihnen präsentiert von Nase. Und Kokagi. Gut, weltkartenmäßig. Mal gucken. Bin gespannt, wie oft ich Gothic 3 noch durchspielen muss, um mich zurechtzufinden. Wo geht's denn da lang? Das ist ja höchst... Ja, wobei, soll man da... Ah, nee, sieht nicht so aus. Sah ganz kurz aus wie so ein schmaler Bergpfad. Da war das Orklager mit Mord. Ich erinnere mich. Da ist auch noch ein Ahnengrab. Aber jetzt suche ich erstmal das hier direkt vor meiner Nase liegen soll. Ah, da hinten ist es, glaube ich. Und da ist ein Troll. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber die sind echt hässlich, ne? Gegenüber den Gothic 2 Trollen und... Ah, oh, die sehen so scheiße aus. Ich habe mir die Tage auch das Gothic 3 Artbook mal angeguckt. Ich habe mir das mal besorgt. Gibt ja ein offizielles Gothic 3 Artbook. Hi. Geh denn her. Und ich muss sagen, es stehen ein paar coole Sachen drin, wo ich für den zweiten Part vom Iceberg-Video auch auf jeden Fall noch Material habe. Da stehen ein paar echt interessante Sachen drin, die ich nicht kannte. Oh, hier ist nicht nur das Ahnengrab. Hier gibt's auch noch ein weiteres Secret. Ich weiß, wo ich ungefähr bin. Das ist ja grandios. Okay, aber wir gehen erstmal ins Ahnengrab. Let's go. Wieder 12.000 Skelette schreddern.
Schreddern? Schreddern. Ich freue mich. Alter, sind das wieder viele! Wie sie einfach wieder übertrieben haben, ey. Uiuiuiui. So. Das. Gut. Erste Welle überstanden. Das ist die erste Welle. Das ist der perfekte Feuerball in deine Fresse. Nehmen wir auch mal einen Heiltrank, sicherheitshalber. Wir wissen ja nicht, was da noch alles auf uns wartet. Und einfach mal rein da. So. Da kommen wieder so viele. Egal, es ist sacken viel Erfahrung. Das sind 200 Erfahrungspunkte pro Skelett. Das ist gerade ein bisschen absurd. So. Perfekt. Das Einsammeln, gerade die Schilde geben, glaube ich, einiges an Geld. Ich gut verkaufen kann. Ich habe zwar gerade keine Geldnöten, aber wer weiß, was da noch kommen mag. Ich meine, vielleicht könnte ich mir auch mal so eine Rüstung kaufen für 160.000 Gold. Hab jetzt ja genug Ruf bei den Rebellen. Da, 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 da. So, sieht sehr ähnlich aus zum letzten Ahnengrab. Gucken wir mal, was war. Ob der den Ahnenstein dabei hat oder ob man den anders irgendwo kriegen muss. Oh mein... Oh, was? Da kommt einfach eine halbe Skelettarmee an. Was sag ich? Eine halbe? Eine ganze? Komm schon. Nice! Zumindest ein bisschen Damage. Geil. Komm ich da hoch? Kann ich da oben? Bin ich da safe? Ah, verdammt. Ich muss zuerst das Skelett ausschalten, glaube ich. Nice. Quick safen und jetzt geht's ab. Haltet euch schon mal die Ohren zu. Haha! Komm schon. Jetzt wird geballert. Und nochmal. Das ist befriedigend. So, noch einmal. Komm schon. Noch einmal. Komm schon. Nice. Und weg mit euch. Okay. Schöne Geräuschkulisse auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, was da andere Let's Player machen mit den Soundeffekten, ey. Das macht mich echt fertig, dass es einfach so unglaublich laut ist. So. Wo ist denn der Obermufti jetzt eigentlich hier gerade? Hier noch mehr Skelette. Ah, da ist er. Baldar. Klingt irgendwie fast wie Baldur. Aus der griechischen Norden... Griechisch? Nee. Nordisch. Aus der nordischen Sage. Aua. Ja, jetzt nicht draufgehen durch die Pfeile. Das wäre peinlich. Was macht denn das Skelett eigentlich gerade? So, lasst mich doch alle mal in Ruhe hier jetzt. So, so, so. Komplett mein Mana aufgebraucht hier. Mana-Reck ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ah, das nächste Level-Up dauert schon noch ein bisschen, ne? Aber Level 62, wie gesagt, ich glaube, ich habe noch nie Level 62 erreicht in Gothic 3.
Oh, die Axt ist auf jeden Fall sehr viel wert. Hat er sonst nichts dabei? Kein Ahnstein? Kein Item? Kein gar nichts? Okay, das ist ein bisschen wenig. Dann kriege ich hier den Ahnstein vielleicht wirklich woanders. Oder ist es irgendein Bug, dass ich nicht looten kann? Das wär blöd. Ich hoffe mal nicht, dass das irgendwie verbuggt ist. Okay, haben wir hier eine schöne Truhe vielleicht? Oh, eine alte Truhe. Nice. Was bekommen wir? Was bekommen wir? Wir bekommen ein... Hallo? Ein Diebesamulett. Okay, ich wusste gar nicht, dass es so krasse Amulette gibt hier. Okay, haben wir hier sonst noch was? Klar, da ist der Runensockel. Damit werde ich aber noch nichts machen können, ne? Dort ist ein Loch in dem Sockel. Dort kann man etwas hineinstecken. Tja, aber den Ahnenstein haben wir hier jetzt nicht gefunden. Das heißt, der ist irgendwo anders. Scheinbar zumindest. Aber keine schwere Truhe hier. Schade. Aber eine alte Truhe ist auch okay. Und ein weiteres Grab. Haben wir quasi von den Skeletten befreit. Von der Skelettarmee. Ich war mir eigentlich sicher, dass es hier eine schwere Truhe gab. Weil ich die schon mal für einen Challenge Run alle gesammelt hatte. Aber ich habe mich wohl getäuscht. Egal, wir haben draußen noch ein bisschen was zu tun. Denn hier gibt's noch was hier hinten. Da folgen wir einer Blutspur. Zu unserem Channel-Maskottchen. Puff. So, und hier konnte man doch drüber springen, oder? Genau, gab's da was oder war das nur das Easter Egg? Ah, das war nur das Easter Egg, ne? Ja. Genau, das war hier. Aber... hier gibt's noch was. Ich muss nur ganz kurz gucken, wie ich da hinkomme. Ich meine, hier auf den Felsen jumpen. Ah! Ah, komm schon. Yes, so. Hier oben. Mal gucken, ob ich jetzt richtig bin. Weil, wenn ich es richtig im Kopf habe, geht hier die Guru-Quest weiter. Die wir ja vor einigen Folgen angefangen haben. Aber jetzt sind wir endlich da. Und, ich muss ein bisschen aufpassen. Weil hier spawnen gleich ein paar Viecher, wenn ich mich recht erinnere. Großvaters Erbe, Teil 4. Hi, grüß Gott. Servus. Ah! Aua. So. Auch wieder so, wie ich das sehe, Community-Story... Nee, Quatsch. Community-Patch. Mitglieder. Ne? Ah. Oh. Ist halt ziemlich krass versteckt. Ich meine, als Normalsterblicher kommst du da wahrscheinlich niemals hin. Und ich habe hier gerade keine gute Position zum Kämpfen. Das ist ein bisschen ätzend. Ich kann meinen Zauber auch nicht richtig aufladen. Elstierjäger. Doppelgänger. Klinganischer General. Nimm das. Mal, die geben auch 300 Erfahrung. Ah. Auftraggeber. Oh Gott, hauen die rein. Alter Schwede. Hast du das gesehen? Okay, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ich hoffe, die Waffen, die droppen, sind einiges wert. Ja, Stachelkeule. So, was haben die denn dabei? Die haben ja wieder besonderen Kram wahrscheinlich hier. Ein Meisterbogen. Ist nicht so gut wie meiner, ne? Nimroda ist besser. Ja. Nicht viel, aber es wäre auch ein cooler Bogen gewesen. Bogen-Only-Run? Guter Bogen.
Götterfunke, maximale Lebensenergie, maximal Mana, maximal Ausdauer. Alter. Den schlürfen wir mal. Mehr Ausdauer? Oh, da bräuchte ich nicht viel um den... Ihr habt mir ja geschrieben, ich brauche, glaube ich, 200 Ausdauer für den... Stollenkrollen. Da könnte man die Quest zumindest erfüllen. Ich glaube, Ausdauer war auch nicht so teuer zu leveln. Der Wein. Möchtest du noch einen Keks zu deinem Wein? Der Keks. Möchtest du noch etwas Wein zu deinem Keks? So, was haben wir hier? Eine Sturmrufer-Axt. Der eisige Wind Nordmars begleitet den Träger dieser Axt. Okay. Belias Zorn. Unbekannter Teleport. Ah, den müssen wir dann noch einsetzen. Das ist 5000 Gold? Krass. Das machen wir aber jetzt nicht. Das machen wir später. Ich leuchte plötzlich so komisch. Das macht mir Sorgen. Eine lange Geschichte. Armee und Furcht. Oh ja, das war auch ein cooler Zauber. Ich erinnere mich. Das können wir uns dann alles noch mal in Ruhe angucken, wenn ich den Teleport mal nutze. Da hinten lag jetzt keiner mehr? Nee, okay. Dann haben wir einen weiteren Part der Guru-Quest abgeschlossen. Einmal hier Großvaters Erbe. Das vierte Buch Großvaters Erbe. 8 Brüder waren wir, 8 im Kampf gebettet, 8 die kämpften hier, 8 haben euch errettet. Er, der Guru, stand vor uns und keiner wollte zweifeln. Ohne die Ritter waren wir auf uns allein gestellt und unsere Zeit war gekommen. Das Erbe unseres Großvaters würde hier und jetzt vollendet werden. Doch seid euch meiner Wunden bewusst, ich schreibe dies mit letzter Kraft, um der Welt unseren nahenden Sieg zu verkünden. Das größte Übel dieser Welt würde sich heute dem letzten Kampf stellen müssen. Nur der Tod einer der Seiten kann den Weg der Zukunft bestimmen. Auf die eine oder andere Art. Ich, göttlicher Beistand, werde den kommenden Kampf nicht überstehen. So bete zu deinem Gott und flehe für das bessere Ende. Flehe, dass du nie den Guru zu Gesicht bekommen wirst. Großvater, wir kommen. Und eine lange Geschichte kann man auch kürzen. Ja, das ist doch ein schönes Wort zum Sonntag, ne? Okay, sehr gut. Dann haben wir das auch schon mal. Und wir können weiter Nordmar erkunden. Wobei ich immer noch verwirrt bin, wo hier der Ahnstein ist. Ob ich hier irgendeinen NPC übersehen habe, der wichtig ist für den Ahnstein hier. Ich gehe mal ganz kurz wieder auf die Karte. Um mich hier ein bisschen zurechtzufinden. Hier ging es jetzt ja wieder zum Feuerclan. Da war das Orklager. Von da bin ich gekommen, von da rechts. Ich will gerade noch einmal kurz da vorne was abchecken. Für die weitere Erkundung Nordmars. Ne, also ich bin da von rechts von der Schlucht gekommen. Und hier führt ja der Weg rein zum Kloster. Hier gibt es keine andere Abzweigung, wenn ich das richtig sehe. Dann hätten wir hier zumindest so ein Talkessel, wo sehr abgeschieden ist zum Erkunden. Ja, aber hier ging es wirklich nur zum Kloster. Ja, ja, ja. Das wollte ich nochmal abgecheckt haben. Okay, dann können wir auf der Ahnenkarte weitergucken. Und schauen, wo wir da jetzt hingehen. Das war ja hier das Orklager mit Mord. Da kann ich nochmal gucken, ob es da irgendwas gab. Und hier soll ja angeblich jetzt ein Weg nach rechts sein. Laut der Karte. Das geht sich für mich aber so gar nicht auf. Die Karte ergibt nicht so viel Sinn. Die ist nicht sehr hilfreich. War ich hinten an der Erzader schon? Nein. Ah, bisschen Werkzeug.
Da ist bestimmt Zeug dabei, dass ich in Vanguard brauche. Sägen und Hämmer. Guck mal, einer schau. Genau, hier hätte ich aber alles gelootet. Dort war das Ahnengrab. Und von da bin ich, glaube ich, mit Mord gekommen. Hier ist die Brücke unten drunter. Das heißt, für ein anderes Ahnengrab müsste ich zur Brücke obendrauf, ne? Zur Brücke obendrauf könnte ich mir vorstellen, dass ich dahin komme. Feuerclan, Kloster, das passt soweit. Ich fühle mich hier gerade wie auf einer Expedition. So das Gebiet kartografieren. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch nachvollziehen kann, aber es fühlt sich gerade so an, als wäre ich ein Forscher, der zum ersten Mal dieses fremde Land trifft. Ach, von hier wird man auch zu dem Versteck kommen mit dem Guru. Ach, krass. Ja, da unten sind die Typen. Ah, es gibt also nicht nur diesen blöden Sprungweg da nach oben. Got it. So, da vorne habe ich einen Wegweiser gesehen. Den schaue ich mir ganz kurz an. Und dann gehe ich aber erstmal darüber zu dieser Brücke. Aber erstmal Volbeat uns killen. Ja, nicht abrutschen, der Held. Ja, wann habe ich eigentlich das gespeichert? Dass einem sowas immer erst einfällt, wenn man in der Bredouille ist. Furchtbar. Aua. So. Nice. So, das waren die Volbisons. Kurz alles looten. So, hier ist auch wieder irgendein Weg. Hammerklar. Natürlich geht's zum Hammerklar. Das geht überall zu. Oh, Ork-Patrouille. Was ist da denn los? Dich. Mit euch habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber euch mache ich weg. Seid ihr diese Brücken-Orks? Da unten sind auf jeden Fall auch nochmal Ork-Lager. Also diese Karte ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Also Entschuldigung. Ich glaube, da geht's Richtung Xardas Turm. Und dem Ahnen. Ja, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Aber warum ist hier noch ein Pfad? Ich glaube, ich sollte diese Karte einfach ignorieren. Vielleicht sind das gar keine Pfade, sondern Schluchten oder was weiß ich. Oder die Höhenebenen werden nicht mit einberechnet. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Ich weiß es doch auch nicht. Zur Brücke wollte ich. Ich wurde schon wieder von 200 Sachen abgelenkt. Ich wollte zur Brücke, die da hinten war. Um da möglicherweise auch noch zu einem Ahnengrab zu kommen, genau. Das ist vielleicht auf der hohen Ebene. Da oben ist auch, ich glaube, ein Steinkreis oder so irgendwas. Ich könnte übrigens auch mal wieder gucken, wenn ich an Alchemietisch komme, ob ich mittlerweile wieder ein paar Mana-Tränke brauen kann. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Also so Permatränke meine ich. Und einen Heiltrank könnte ich mal wieder schlürfen. So, jetzt sind wir hier oben offiziell. Da hinten war der... Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich hier jetzt rauskomme. Jetzt bin ich neugierig. Weil da vorne ist schon wieder der Feuerclan. Ey, mehr Volbeat sonst. Ich nehme die mit.
So, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Bei Orks. Das sind einfach Orks. Was machen Orks denn hier oben? Oh. Aua. Oh Gott, ein Schamane. Oh, das ist nicht gut. Oh, joi. Schamane ist nicht gut. Schamane gefällt mir nicht. Vor allem, weil ich ihn nicht anvisiert bekomme irgendwie. Warum auch immer. Ich heile mich mal full. Okay. Gut. Treffer. Sehr gut. Okay, wir haben ihn. Oh, der hat auch nur 100 Erfahrungspunkte gegeben. Da hat nichts zu holen. Die geben doch normalerweise mehr, oder? Na, blöd. Aha. Ich meine, hübsche Aussicht und so. Aber irgendwie habe ich mir mehr erwartet. Eine Quest oder irgendwas. Irgendwas. Das war jetzt überraschend wenig. Aber okay, schauen wir mal hier weiter, ob das Ahnengrab hier oben ist. Oder ob die Karte eher auf unten verweist. Wobei ich nicht wüsste, wo das unten sein soll. Aber vielleicht gibt es irgendwo noch ganz, ganz verschlungene Pfade. Wir müssen mit Mord ja auch nochmal zum Mineneingang zurück. Das müssen wir ja auch nochmal machen, mit Mord unterwegs sein. Das macht mir immer am meisten Spaß. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Oh. Ich habe kurz mit einem Orklager gerechnet, aber nur Goblins. Goblins, die sehen halt auch nicht gut aus. So. Ah, da war die Brücke. Okay. Gerade nochmal ein bisschen orientieren. Dann könnte in dieser Nische da vorne das Ahnengrab eigentlich sein. Dann schaffen wir zwei Ahnengräber in einer Folge. Das ist doch auch was. Es war ein bisschen unabwechslungsreich, aber ey, Gothic 3 ist es so. Gothic 3 ist so. Wenn die Folge... Ah, nee, ich mach's am Ende der Aufnahmesession. Dann kündige ich das an. Also noch kein Spoiler, ihr müsst noch die restlichen Folgen gucken. Ich werde es wahrscheinlich sowieso vergessen. So, ich will... Also hier ist auf jeden Fall das Ahnengrab. Bei einem der beiden war ich hier auch schon, definitiv. Ich glaube, bei dem hier waren wir auch schon. Und dann fehlt noch das hier. Und da ist ja das Adanos-Artefakt. Genau. Jetzt habe ich aber gerade mal auf die Uhr geguckt. Wird doch ein bisschen knapp mit dem Ahnengrab. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, wie immer, bewerten, kommentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.